Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir sind in der Gießerei noch ein bisschen unterwegs. Ah. Stimmt, die Chemie-Dinger hatten wir jetzt alle schon. Hoffentlich finden mich diese Dinger nicht. Dann geht's da oben nochmal weiter. Ah ja, da ist noch Zeug. Sie könnten überall sein, mich beobachten. Stimmt, das war der, den wir ganz am Anfang zerlegt haben. Ah, okay, Dichtmittel brauchen wir noch, ne? Den werde ich das Fell über die Ohren ziehen. Aber ihr habt ja alle schon noch schön Munition. Überall sein, mich beobachten. So gut. Überraschung. War jetzt aber nicht so erfolgreich, was die Stahlbahn angeht. Vielleicht auf dem Weg raus. Scheiße, wo bist du hin? Na gut, okay. 19 darüber, 30 darüber. Vielleicht können wir uns ja hier wieder durchmogeln. Ich werde stark sein. Gnadenlos. Andererseits ist er halt jetzt echt One-Shots. Du nicht, aber... So der andere Rest. Ich dachte, das wäre. Hoffentlich finden mich diese Dinger nicht. Ja, für einen Schuss... Nochmal 8 zurück. Ist eine gute Ausbeute. Noch ein Tag. Wann hört es endlich auf? Noch ein Opfer für die Sache. Na bitte. Ah, du hast jetzt aber entdeckt. Okay. Nachladen. Gut. Nahkampf. Verdammt! Endlich. Schön. Ist vorbei. Das kann schon ganz sein, dass da wieder jemand verbuggt ist. Den werde ich das Fell über die Ohren ziehen. Schleicher. Schleicher. Oh. Ist geil. Verstecken spielen? Ja, also wieder sobald man da einmal daneben schießt. Ich komme mit dem Zielfeuer ehrlich gesagt nicht so wirklich gut zurecht. Da irgendwas mit Rot... Da ein Rotpunkt, wie sie drauf wäre, halt optimal. Aber ich glaube, das können wir nicht nachrüsten. Müsste ich mal nachgucken, tatsächlich. Aber... Weniger rummachen, mehr... Missionen erledigen. Ist schön. Autsch. Und dann haben wir da oben noch was. Ah, hier in der Ecke sind wir jetzt wieder. Ah, alles klar. Kommen wir dann hier einfach durch? Scheint so. Ja, das Ding ist, glaube ich, auch schon kaputt. Ich müsste da mal kurz hin. Danke. Da ist
Ah, nee, hier war das, ne? Ja. Die Gießerei-Fanatiker legen sich so schnell nicht mehr mit uns an. Das war heldenhaft. Du hast uns Zeit verschafft, um uns neu aufzustellen und zu überleben. Geh zur Nachbesprechung zurück zu The Pen, aber bleib auf der Hut. Bleib immer auf der Hut. Ja, ja, wir haben wieder Trox. Ich weiß. Komm schnell wieder zurück. Hier ist noch ein Trock. Mhm. Genau im Zeitplan. Lass ich die Stahlbarren? Ich glaube. Geht mir zu viel Zeit drauf, da noch suchen zu müssen. Gut, dann schauen wir noch mal, was du gegen die Trox so machst. Wahrscheinlich auch nicht so unglaublich viel. Aber ihr habt ja vielleicht auch Munition, ne? Das wäre ja cool. Es ist nicht so auf dem Trockenen. Nachteil, die sehen mich halt direkt. Das heißt, da ist halt nichts mit Schleichschaden. Okay. Nicht so viel Schaden, wie ich gerne hätte. Okay, also das wird gegen die immer noch super ätzend. Schön. Ändert sich also nicht alles. Zum Besseren hier. Hi. Warte mal, was ist eigentlich hier oben? In diesem Bereich wird nun geschossen. Oh ja. Das Ding ist da wohl platt. Ach, habt ihr hier noch Stahlbarren draußen? Okay. Klappe, klappe. Sie sich und geben sie sich zu erkennen. Rechtschaffenden Bürgern wird kein Leid geschehen. Gut, also zwischendurch geht's schneller. Der Rest ist immer noch super langwierig und super scheiße. Okay, gut. Ist in Ordnung. Ist notiert. Ich meine, neue Baupläne habt ihr hier. Ja gut, das kann ich sich knicken. Der zieht normal halt irgendwie ein Drittel oder ein Viertel der Lebensenergie ab. Schleichen kann ich bei denen halt leider nicht. Und ja gut, dann gehen die ganzen Leute. Ja, das wird dann eine schlechte Bewertung. Dann gehen jetzt erstmal die ganzen Leute da drin wieder drauf, weil ich halt immer noch nicht genug Schaden machen kann.
Ja, da drin wahrscheinlich, ne? Ja. So, ja, ich benutze hier wieder zu viel Heil-Stimpacks, sehe ich gerade. Also selbst mit... Okay. Bei den Trockjungen mit Schleichangriff mache ich ein Drittel. Alles klar. Und da gibt man nicht mehr die richtige Munition. Hi. Ja, dann gehen wir hier wieder auf den Nahkampf. Na, ihr? Da muss ich dann jetzt meine Munition nicht verschwenden, und es wird halt viel zu lang dauern. Tja, dann brauche ich was gegen Trox. Was macht denn irgendwie gut Schaden gegen Trox? Ach, hier noch ein Stahlbahn. Tatsächlich, da hinten irgendwo. Kriege ich die vielleicht doch noch zusammen? Na, ich glaube, ich muss ja erstmal hier hinten rum. Leider kann ich hier nicht durch. Klappe halten. Obwohl, die Plasma kann ich ja theoretisch auch mal sein lassen, ne? Kriegt ihr dadurch eigentlich Schaden? Ne, ich glaube, das ist hier das Zeug, was ihr selber versprüht, oder? Von daher sollte das, glaube ich, passen. Aber hier ist auf jeden Fall noch ein Dings irgendwo. Ja, und vielleicht auch mal durch länger als 2 Sekunden gegen diese Gegner durchhalten. Wäre halt gut. Ich habe halt gegen euch echt noch nichts, was ansatzweise wirksam ist, gefunden. Ah, das ist Hex, die da rumrennt. Ja. Deswegen bewegt sich das. Das ist so nervig. Bitte lass mich mit voll nachgeladenen Waffen spawnen. Vor allem die, weil die so ewig dauert.
Gut, einen haben wir gekriegt. Wisst ihr was? Wir machen einen kurzen Schnitt. Hat ja alles keinen Wert. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal einfach. Das heißt, nicht beim nächsten Mal. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die platt habe. Spart euch dann ein paar Minuten. Ist, glaube ich, keine schlechte Idee, ne? Von daher, bis gleich. Okay, das Viech wäre platt. Ah, du kommst tatsächlich gerade wie gerufen. So, einmal Schrott weg. Einmal reparieren. Ja, hat wieder, weiß nicht, 10, 15 Minuten gedauert. Viel zu lang. So, dann würde ich das gerne reparieren. Die war das. Cool. Dann schauen wir rein, was hier noch Schönes ist. Ich würde diesen Trockel looten. Na komm, geben wir erstmal die Sachen ab. Hey, wie kann ich helfen? Ich habe leider diesmal nur Vorräte. Danke. Nach allem, was passiert ist, hättest du das echt nicht tun müssen. Ich weiß es zu schätzen. Gut. So, Schrott weg. Ja, da haben wir auch da einiges eingesammelt. Sehr schön. Hüpf. Ah, da ist noch ein bisschen was an Rest, glaube ich. Jo. Tja. Aber wieder mal gute Arbeit mit der Gießerei. Wenigstens wäre damit eine Mission erfüllt. Du hast in Appalachia zu tun, nicht wahr? Okay, schön gemacht heute. In Appalachia läuft es anscheinend gut, wenn jemand wie du dort herkommt. So. Einen guten Flug und nimm keines von diesen Dingern mit. Der Verti Bird wird bestimmt nicht ewig warten. Würde ich auch nicht. Ach Gott, das ist aber nur vielleicht. Mann, von so einem Scheiß war nie die Rede. Ich nehme es mal mit, dass es aufhört zu leuchten. So. Jupp, dann repetitive Mission Nummer X erledigt. Nächstes Mal schauen wir uns die andere Seite mal an. Und ich vielleicht werde beim, also werde jetzt auch die Aufnahmesession jetzt nach der Folge erstmal beenden. Und werde halt auch mal gucken in der Wiki, was das jetzt für Aufträge sind, ob sich das jetzt wirklich alles an und wiederholt, ob es irgendwie so eine Art Endplan gibt. Bereit zum Aufstieg? Bin ich, tatsächlich. Auf nach Hause, bitte. Spring rein, dann geht's los. Na guck mal, Level up. Brand, vielleicht wäre die Brandachse jetzt nicht was. Oh, ich krieg nochmal 136 Munition. Oh ja. Cool. Habt ihr es jetzt vielleicht endlich mal so geregelt, dass ich auch Sachen kriege, die ich gebrauchen kann?
Sehr schön. Dann habe ich jetzt ja noch den Perk aktiviert, dass wir 50% mehr Munition herstellen. Ich glaube, ich stock mal die Waffe ein bisschen auf. Dauert zwar ewig mit Nachladen, aber dafür one-shottet sie halt auch eine Menge mittlerweile. Sü, hallo Lennox. Ich überlege, dass ich vorher mit 8 bis 9 Kugeln rumgelaufen bin. So. Ach ja, genau. Ich wollte ja noch, Moment mal, Bahnstation. Wo ist denn die nächste? Mal ums Becken wieder. Ja, und ich denke, die letzten 10 Minuten können wir vielleicht noch ein bisschen... Oder ich schaue mich jetzt mal noch ein bisschen hier mit den Specs nochmal um. Ich hoffe, mir ist so eine Respec-Station. Supermutanten. Prozent was? Position weniger. Ach komm. Was bist du denn? So. Oh, Meeresfrüchte. Cool. Lecker, lecker. Gut. Ja, dann wechseln wir gerade nochmal. Nehmen wir das doch mal im Fernkampf. Und dann bist du Nahkampf. Gut, gehen wir nochmal auf Fernkampf. Hier könnte man mal gut, weiß ich ja nicht, was ich da auch noch machen kann. Wir sind wieder überladen. Gut, dann haben wir das aber soweit. Ja. Also ich kann wahrscheinlich nicht schnell reisen, weil ich überladen bin, ne? Mhm. Wie sehr bin ich überladen? Ziemlich, okay. Dann müssen wir jetzt 23 loswerden. Ich war doch gerade irgendwas anderes hier, genau. Ich gebrauchen konnte. Na gut, oder wir basteln ja noch ein bisschen.
Ich kann hier, glaube ich, genau nur die Kamera leider. Mhm. So. Ja, lass uns mal noch ein bisschen Munition machen. Das war dann das. Hier können wir da ein bisschen was nachziehen. So, vielleicht den Rest einfach Großmengen. Cool, dann sind wir noch Plastik über. Plastik. Plastik. Wir sind nicht mehr. Doch, wir sind noch überladen. Ah, Beutetasche. Na, warum nicht? Brutal überladen, alles klar. Wo kommt die denn eigentlich hier? Na gut, das können wir auch hier wieder verwerten. Obwohl das gar nicht so viel ist. Hier war doch noch meine Lagerkiste, genau. Tschüss, Schrott. Gut, wir haben jetzt halt Munition bis zum Abwinken. Dann schmeißen wir erstmal die raus, die wir nicht brauchen. Ah, Granaten, okay. Die wären es wahrscheinlich gewesen. Na, gar nicht mal so sehr. So, komm, dann sortieren wir den ganzen Spaß nochmal. Stabilität 42, 2. Okay, das heißt, die kann ich auf jeden Fall behalten. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, ein bisschen was können wir tatsächlich mal ablegen. Und dann können wir jetzt schnell reisen. Hm. Gut. Habe ich einen Bauplan für ein Schwarzpulvergewehr? Ich glaube ja nicht, ne? Ich hätte die Baupläne noch verkaufen können. Die ich jetzt über habe. Naja. Ja, auch egal, würde ich sagen. Ui. So, warte mal. Obwohl, das passt, glaube ich. Extra-Revolver, doppelläufige Schrotflinte. Das wäre mit Raketen, der ist halt auch nur Stufe 20. Naja, ich glaube, das lohnt sich nicht so großartig. Gut, also ich glaube, neue Waffen sind erstmal nicht drin. Neue Rüstung wahrscheinlich auch nicht.
Ja, genau, hatte ich ja schon mal, das ist bei Stufe 10. Okay. Dann soll es jetzt bei gewesen sein für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.